Ich glaube, ich bin gerade nicht viel weiter weg als eben. Storage, Excavation und Toolshed war ich beiden schon drin. Das ist gerade irgendwie scheiße. Ich habe ein wenig den Faden verloren. Ich glaube, ich hätte diesen ganzen Batzen im Stück abschließen sollen. Das wäre wesentlich besser gewesen. Naja. Was noch schlimmstenfalls passieren, ich werde jetzt dreimal vom gleichen Hund aufgegessen und ärgere mich tot und dann ist alles okay. Ein bisschen hier, Excavation, da war ich schon drin, das ist Kappes. Der Hund ist da eben weggegangen, das heißt, der ist jetzt da hoffentlich weg. Sind wir ein bisschen vorsichtig, lassen wir die Funzel aus. Hundchen, wo bist du? Da ist der Hundchen. Das Hundchen rennt bitte nicht hinter mir her. Das Hundchen rennt bitte nicht hinter mir her, sagte ich. Und da ist Deutsch, da war ich drin. Gut. Mach ich den Funzel wieder an, weil Hundchen ist jetzt erstmal weg. Hab ich noch to the Iron Mines. Das wäre eine Idee. Toolshed war ich, glaube ich, Search war ich auf jeden Fall. Excavation war ich auch. In dem unteren Bereich war ich auch. Da bin ich jetzt. Also, ich würde immer noch raten, dass ich da hoch muss. Ne, ich gucke erstmal in den Toolshed rein. Nochmal. Vielleicht hilft das irgendwas. Ich weiß es nicht, aber ich bin eben hier runtergegangen, gebe ich jetzt da hoch. Bap, 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 bap. Ist immer noch nix. Kuckuck. Also, ich muss sagen, bis jetzt ist das Spiel vom Gruselfaktor her eher so meh. Also an sich das Spiel her ist nicht schlecht, aber es ist nun mal... Noch gibt es in diesem Spiel nichts, wovor ich mich allzu sehr gruseln könnte. Ich weiß ganz genau, was hier rumrennt und das sind einerseits die Spinnen in diesem lustigen Gang und hier in diesem Moment die Eulenköter. Und ich weiß, dass mich die Köter mit einem Schlag kaputt hauen, aber das ist auch... Dann ist auch Ende Gelände. Und hier ist nämlich der Auxiliary-Schaftmann. Ja, du hast jetzt Notiz gemacht, aber was steht auf der Notiz drauf, bitte? Found a great door leading deeper into the complex, but it's barricaded with a piece of wood on the other side. Need some way to shift it. So, wo ist denn das Holzding? Da ist das Holzding. Nehmen wir doch mal die Säge, wir sind damit. Aha, Holz kannst du sägen, du bist ein schlauer Kerl. Dann geh mal rein und mach die Tür hinter dir zu, wir sind damit. Es hat Puff gemacht. Das ist in der Regel schlecht. Beware of Dog. Ja, danke schön. Ich habe auch in dieser ganzen Kackmine noch keinen einzigen Hund gesehen. Dankeschön für die Info. Da ist der nächste Hund. Hallo Hund. Bleib mal da. Geh mal weiter geradeaus, bitte. Dankeschön. Ich glaube jetzt einfach, oder möchte einfach glauben, dass in diesem Container nichts drin ist, weil ich keinen Nerv habe, in jeden einzelnen scheiß Container reinzugucken. So, da bin ich reingekommen. Bisschen geradeaus gegangen, das heißt, ich gehe jetzt... Moment, da bin ich? Das heißt, ich gehe jetzt da gerade hoch. Ich will auf jeden Fall da oben rennen, wa? Ja, ja, ja. Ich jetzt einfach mal hier hoch. Hoch. Schön, ach, da ist ein Hund. Hallo, hallo, hallo. Oh Gott, das war nur Funken, nur Funken. Und? Ich habe einen Hund gesehen. Wie blind sind die Viecher eigentlich? Das Ding ist direkt an... Ach du Scheiße, da ist noch einer. Du siehst mich nicht, ich bin tot. Ist dunkel, du kannst mich nicht sehen. Geh mal weg hier bitte. Tut sogar wirklich, hey. Das Tier ist weg, blind sind sie ja, das wissen wir jetzt.
Ich bewege mich nicht, du siehst mich nicht, oder wie war das? Okay, ich stecke jetzt hier, glaube ich, etwas fest. Der läuft da lustig weiter. Ja, ja, mach du mal. Jetzt gehe ich hier hin und warte, bis der dran vorbeigelaufen ist. Tut er doch, oder? Läufst du da weg? Du läufst da rum. Da ist noch ein Hund. Ja, ja, mach du mal. Ach, du je Kinderkes. Ich bin gerade stark dafür, entweder es werden NPC-Gegner eingeführt, die irgendwie zumindest ein bisschen ersichtlich sind, was sie tun oder warum sie irgendwas tun. Oder man gibt mir eine Möglichkeit, um die Viecher stark und schnell wegzusprengen. Okay, ich habe den Hund gefunden, er hat mich gefunden und ich laufe einfach um mein Leben. Hey, oh Gott, ich habe solche Angst. Es hat sogar funktioniert. There must be the access point to reach further into the mine. Ich sehe Speicherpunkt, ich benutze Speicherpunkt. Ganz schnell. Hm. From the door rises something vast, something terrible. It strikes a man, knocking him down and those standing by him wither. Into the darkness, screaming begins. Still father looks on. Is he bringing this? Father, what have you done? Vielversprechend. Hm. It feels as if I'm leaving my body for just a moment, but not just hovering around. It's like I go someplace. What are these things? Yay. Fast noch nie gelesen, ihr Text. Was haben wir da? Du bist Dynamit, du bist lustig. Was bist du denn? Power Cabinet. Und das sieht aus, als könnte ich da einen überdimensionierten Stöpsel reinschieben. Und hier liegt ein überdimensionierter Stöpsel. Hm. Ich frage mich echt, was ich tun kann. Und lass mich ran, wenn ich jetzt da dran gehe, dann tut sich's. Oh nein, es passiert nichts, weil da Strom dran muss. Hm, wer hätte das gedacht? Hm, und wieso hat diese Funzel Strom? Gut, Akku. Okay, gebe ich zu. Was bist du denn? Now that's quite a machine. It doesn't come any more industrial size than that. Those teeth are the front. At the front look pretty sharp. The whole thing just looks mean. Dann haben sie auch noch keinen Kohlebagger aus dem Ruhrgebiet gesehen, ganz ehrlich. This doesn't look as old as some of the other damage to the mine. Bits of rock occasionally come loose from the rubble. Aha. Ey, aber das kleine Pille-Dingen ist so echt nix. Ich bin in NRW aufgewachsen, das ist für uns Spielzeug hier. Komm mal her, Funze. Nee, Stecker. Komm, mach mal Omnomnom. Gehst du wohl da rein? Dankeschön. Jetzt aber hier. Mach Engage. Los. Flöpp. Wie? Kein Saft. Ach. Müssen es noch zu beiden Enden einstöpseln oder was? Ach. So, jetzt aber. Engage. Wie? Was? Nochmal Knöpfe drücken oder was? Was kann ich denn hier sonst so drücken? Hilfe? Kann ich hier sonst noch irgendwo was einstellen? Ich sehe persönlich gesagt nichts, was ich irgendwie noch ändern kann. Well, power's on, but nothing else is on the cards. Was für Karten? Auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Ich habe keine Ahnung, was das Ding von mir will. Und das. Der Stecker geht dahin, das geht dahin, das geht dahin. Und verschwindet. Okay.
Töpf. Ja, Mensch, hüpft er da hoch. Nee, ich hab's absolut keine Ahnung gerade. Ich kann einen von den Kasten hier verschieben. Muss ich wieder ganz rauf, oder was? Yay. Das kann ich jetzt hier oben auf dem Moped? Ich bin gerade nicht nur minimal überfragt, ich bin echt maximal überfragt. Und es ruckelt und ich habe keine Ahnung warum. Warum ruckelst du? Hör auf damit. Das ruckelt aber derbe. Warum tust du das? Hör auf damit. Es wird auch nicht besser. Vielleicht muss die Kiste eben wieder drunter. Ich weiß nicht genau warum, aber vielleicht ist er. Sieht aus, als wäre das eine Lösung, eine mögliche. Komm, beweg dich, du fettes Stück. Ich sagte, beweg dich, du fettes Stück. Los, rein da. Alle Pylone weg. Komm, du weg. Oh Gott, die Luft ist so hart. Oh nein. Harte Luft. Ich glaub, es hackt. Nee. Ehrlich, ich hab keinen Plan, was ich hier tun soll. The lid on the gas can is rusted shut. I better have some... Wo ist denn der... da oben. Da oben? Du siehst mir nicht sehr rustig aus. Na komm. Wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. Wo ist meine Spitzhacke? Da ist meine Spitzhacke. Möchte ich vielleicht meinen Hammer? Oder kommt der Sprit irgendwo hier oben rein? Ich weiß es nicht. Komm, einen runter. Perfekt. Da steht Fuel. Da ist sonst noch drin. Mit dem Besen krieg ich das nicht hin. Aha. Also den großen Schlüssel habe ich eben gefunden. Das weiß ich. Und ich nehme an, den werde ich hierfür irgendwo brauchen. Meine Vermutung. Da vielleicht? Ja! Even with... Das Ding braucht... Oh, auch noch irgendwas. Ja, Menschen, Skinners. Was will das Ding denn noch? Nee. Nee. Du. Mining Machine won't start. Out of gas. Ja. Da ist das Gasventil. Ich hab Gas. Komm. Da soll rein, ja? Dann haut das Scheißding auf, bitte. Bist du das Gasding? Ich weiß es nicht. Du. Ey. Es kann eine Uhrzeit und am Tag liegen, aber ich, da kann ich keinen Plan. Oder ist der da, will der sich die Spitzhacke für so einen Scheiß nehmen? Scheint nicht so. Aber noch mit Benzin werde ich da nicht dran gehen. Vielleicht ist das, was ich mit dem Besen hier eindrück. Ich putz dich sauber! Bitch! Was willst du tun? Ne. Meine Reinigungskur scheint dem Ding egal zu sein. Ach komm, jetzt was. Vielleicht funktioniert's ja. Ich glaube nicht, dass irgendwas Gutes passiert ist. Steht sonst wo irgendwo noch zufällig Fuel oder ähnliches? Da steht auch nochmal Fuel, nur in Spiegelschrift seltsamerweise. Da kann das Ganze eventuell sein, dass oben drauf irgendwo das Ding reingehört und ich einfach blind war gerade eben. Hm.
Aha, ich habe von dem kleinen Sprung jetzt gar Knöchel gebrochen, das heißt, ich kann nicht mehr weit laufen, auch schön. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich den Sprung rein tun soll. Wirklich nicht. Sag es mir! Ich brauche einen Hinweis. Es war eine Kiste drin, mit der ich irgendwas tun kann, wo ich drauf springen kann. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich irgendwo hoch. Oh, komm, speichere mich erstmal ab. Also hier auf der gegenüberliegenden Seite steht Fuel. Ich hab Gasoline. Man braucht irgendwas anderes, um das Scheißding aufzukriegen. Es ist rostig, das heißt, ich nehme an, Spitzhack oder ähnliches. Ich hau dich. Ich hau dich. Ich hau dich. Und dich ganz besonders. Und es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Weil ich einfach keinen Plan habe, was ich tun soll. Absolut gar keinen. Absolut gar keinen. Nee, wirklich nicht. Oh Gott, bin ich so dämlich oder ist das so unersichtlich? Oder bin ich gerade ganz wo falsch, wo ich überhaupt nicht hingehöre? Wo bist du? Scheiß drauf. Ich gucke hier nochmal in aller Ruhe nach. Ich schlafe eine Nacht drüber. Ich versuche den ganzen Rotz einmal irgendwie hinzukriegen. Oder ich versuche hier nochmal auf diesen Knopf zu drücken. Nee, immer noch nicht. Also ich versuche das nochmal in aller Ruhe. Aber ich komme jetzt gerade in diesem Moment wirklich auf den Tod nicht auf die Lösung von diesem, ich nenne es jetzt mal, Rätsel. Zu Deutsch gesagt, ich finde das Ding nicht, wo der Sprit reinkommt. Dementsprechend drücke ich hier auf den Funzel. Hör mir lustige Geflüster an. Sag, oh mein Gott, das ist so seltsam. Und dann sag ich jetzt bis zur nächsten Aufnahme. Ich hoffe mal, wir auf zu einer etwas, bis zumindest ein bisschen minimal erfolgreicheren Aufnahme. Weil wirklich Progress gemacht haben wir in dieser Aufgabe nicht. Ich habe mich nur aufgeregt über komischen Kappes, der irgendwie sehr seltsam war. Mal ganz angefangen zu den komischen Spinnenviechern, die sehr seltsam waren, aber naja, ist egal. Vielleicht wird das Spiel noch ein bisschen weniger seltsam und ein bisschen mehr gruselig. Würde ich, fände ich sehr schön. Ne? Also recht jetzt erstmal bis zur nächsten Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann Daumen runter und sagt, warum war scheiße, dann versuche ich das besser zu machen. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Vormittag, Nachmittag, Tag, Abend. Je nachdem, wie spät es gerade ist, wenn ihr das guckt. Und bis zur nächsten Aufnahme von Penumbra Overture. Mein Name ist Helixomorph. Tschüss.